Hey Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Kanalvorstellung. Falls ihr auch mitmachen wollt und ich euch noch nicht vorgestellt habe, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Informationen zu diesem Projekt. Und ich möchte noch eine Kleinigkeit sagen, bevor wir hier beginnen. Ich habe einen Vorschlag gekriegt von einem Zuschauer. Wenn ich den Kommentar noch finde, blende ich ihn jetzt hier ein. Ansonsten seht ihr nichts. Und zwar hatte er den Vorschlag gemacht, den Kanälen, die ich vorstelle, doch auch ein bisschen Hilfestellung zu geben. Also zum Beispiel Tipps zu geben, was man besser machen könnte, von den Designs her oder von der Beschreibung her oder was weiß ich, das, was mir halt auffällt. Und ich finde das eine sehr gute Idee und werde das jetzt auch in Zukunft so machen. Das heißt, die Kanäle, die sich jetzt vorstellen, darunter gehört der Dorrud Spielekiste, den wir heute vorstellen, schon rein. Also der gehört da schon mit rein. Werde ich ein paar Tipps geben, was ich besser machen würde, was ich nicht so gut finde und so weiter und so fort, weil es den Leuten ja auch ein bisschen was bringen soll. Nicht nur der eventuelle Abonnentenzuwachs, sondern auch die Verbesserung in jeglichen Bereichen des YouTube-Daseins irgendwie. War scheiße formuliert, aber ich glaube und hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wir fangen jetzt mal an. Also Dorrud Spielekiste hat 131 Abonnenten, hat ca. 15.000 Videoaufrufe, ist aber auch schon seit 6 Jahren, sogar 3 Monate länger als ich mit dabei, auf den Tag genau 3 Monate länger, 2011, nämlich am 21.07. hat er seinen Kanal eröffnet. Deswegen, ich finde das sehr bemerkenswert, dass es immer noch Leute gibt, die wirklich schon so lange YouTube machen. Gibt nicht mehr viele, aber ich freue mich immer über jeden, der schon so lange mit dabei ist, weil daran merkt man halt, die Leute machen es wirklich mit Spaß. Ich meine, wenn es ihm ums Geld gehen würde oder sonst was, dann hätte er den Kanal, glaube ich, schon längst geschlossen, weil mit 131 Abonnenten in 6 Jahren. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist oder was er am Anfang falsch gemacht hat. Vielleicht hat er ja auch nichts falsch gemacht. Also, das weiß man immer nie. Man steckt da nie drinne. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal in die Beschreibung rein. Hallo liebe Leute und Besucher meines Kanals. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir vorbeigekommen seid. Bei mir gibt es Gameplay zu verschiedenen PS4, PC und Wii U Titeln. Aufgenommen wird mit der Elgato HD 60 oder 60. Ich sage einfach mal 60. Oder als Livestream. Gezockt wird alles, was mir so auf die Platte und ins Laufwerk kommt. Wenn ich ein Let's Play anfange, versuche ich es auch zu beenden. 100% werden es aber meistens nie, aber durchgespielt wird es. Seine aktuellen Let's Plays sind Zelda Breath of the Wild, ist ja das neueste Zelda-Spiel, der neueste Zelda-Teil, und GTA 5 online. Weiter kommen immer wieder Livestreams. Hashtag stay tuned. Es kommt täglich mindestens ein Video. Das ist super. Hier unten stehen nochmal seine ganzen Social-Media-Links, ja, Facebook, Twitter und PSN bzw. Miiverse, ja, ist wahrscheinlich für die Wii U und für die PS4. Ich beantworte alles an Kommentaren. Viel Spaß. Ja, das ist schön. Also der Satz, der ist wirklich super hier. Den kann man stehen lassen, aber für mich, ist jetzt für mich persönlich, ist das selbstverständlich, dass man versucht, auf jeden Kommentar zu antworten, wenn man denn YouTuber ist. Klar, bei den YouTubern, die über 100.000 Abonnenten haben oder die schon in einer größeren Abonnentenzahl oder Region sind, da ist es natürlich dann nicht mehr möglich, jeden Kommentar zu beantworten, weil die kriegen teilweise über 2.000 oder 3.000 Kommentare vielleicht pro Tag, vielleicht sogar auch mehr. Da kann man nicht auf jeden Kommentar antworten, das ist klar. Aber bei so YouTubern, die noch so ein bisschen kleiner sind, da ist es, denke ich, selbstverständlich, dass man auf jeden Kommentar antwortet. Aber du kannst das stehen lassen, das ist gar keine schlechte Kritik, das ist nur gute Kritik. Ja, dass du das da stehen hast, deswegen freut mich das. Sein Kanal-Banner und sein Kanal-Profilbild, die passen auch ebenfalls sehr gut. Du hast eine goldene Kiste, wo Spiele drin sind. Passt zu deinem Namen, ne? Spielekiste. Und wir schauen jetzt einfach mal zu den Videos. Und wie er schon beschrieben hat, er macht wirklich jeden Tag mindestens ein Video. Mal auch zwei. Hier hat er mal 2 Videos an einem Tag gebracht. Ja, auch wieder 2. Ja, auch wieder 2. Was mir direkt auffällt, du hast Thumbnails auf jeden Fall. Das ist gut, aber leider nicht zu jedem Projekt. Ja, wir sehen das mal hier bei der Vorstellung, auch von meinem Kanal. Dafür danke ich dir nochmal. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das hier oben bei der neuesten Kanalvorstellung, ob das ein Thumbnail ist oder ob das eine Stelle aus dem Video ist. Deswegen, weil du hast hier, hast du ein Thumbnail bei GTA, du hast da ein Thumbnail, aber bei den Kanalvorstellungen hast du leider keine Thumbnails. Das würde ich dir noch empfehlen, dass du zu den Kanalvorstellungen ebenfalls ein Thumbnail machst. Es muss ja nichts Aufwendiges sein, nichts mit Photoshop, Hightech oder mit vielen Effekten, was ganz Klassisches, so wie hier vielleicht, wie bei Zelda Breath of the Wild. Das Thumbnail ist auch ganz schlicht gehalten. Oder wie bei GTA Online, bei dem Thumbnail. Ne, oder hier bei The Walking Dead.
Da kann man das ebenfalls machen, aber auf jeden Fall würde ich zu den Kanalvorstellungen noch Thumbnails machen, weil es sieht einfach besser aus, finde ich. Weil du hast zu den ganzen anderen Projekten Thumbnails und zu denen jetzt nicht, das ist ein bisschen blöd, aber gut. Ja, des Weiteren, wie gesagt, macht er sehr aktiv Videos. Die Projekte, die er beschrieben hat, die kommen auch regelmäßig. Und ja, wenn ihr Interesse habt an GTA, wenn ihr Zelda-Fan seid, wenn ihr selber mal vorgestellt werden wollt und einen kleinen YouTube-Push haben wollt, beziehungsweise auch mal ja, eine kleine Kanalvorstellung wollt, dann schaut auf dem Kanal von Dorut Spielekiste vorbei. Er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke dir fürs Bewerben und ich hoffe, du nimmst die Tipps, die ich dir gegeben habe, ein bisschen ernst und nimmst du das zu Herzen und vielleicht verbesserst du es ja. Es würde mich freuen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, schaut bei Dorut vorbei. Und wenn ihr mitmachen wollt, schaut unten in die Videobeschreibung. Dort stehen alle Infos schwarz auf weiß, die ihr haben müsst. Und dann auch, wie ihr euch bewerben müsst. Ja, ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!